Sodala, willkommen zurück zu Witcher 3 Wildhunt. Ich hoffe, alles funktioniert, weil das Problem ist, ich habe zwischen der letzten und dieser Aufnahme mein Windows neu installieren müssen und damit all meine Einstellungen, also zumindest die meisten meiner Einstellungen verloren und generell das Riesentuhu-Bawuhu und alles hier ganz irre. Und ich hoffe, jetzt klappt alles. Ich musste scheinbar den alternativen Look für Siri drin behalten, weil sonst wollte das Spiel nicht laden. Den für Triss konnte ich rausnehmen, aber den für Siri nicht. Ich verstehe nicht ganz warum, aber... Was kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzt? Ihre Navigatoren öffnen Portale, denen wir vielleicht Demeritium oder unsere eigene Magie entgegensetzen könnten. Außerdem beschwören sie die Kälte, die sich in der Leere festsetzt, die sie durchschreiten. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Ich habe alle rangeholt, die ich konnte. Du hast sie gefunden. Ha! Kann ich mit den du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Wenn wir belagern... Was soll dein Kampf uns... Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast... Soldan kann schmieden? Ah, er kann aber nur Rüstung machen, oder? Ja, genau. Soldan ist mich. Und Soldan ist vor allen Dingen nur Geselle. Hat man ja aber erst Geselle? Ah, nee, er ist nicht mal Geselle, er ist nur Anfänger. Na gut. Na schön. Wir reden später, Soldan. So, Chalmar habe ich auch gerade schon gesehen. Wie ist meine Mausenfähigkeit höher als vorher? Naja, dann werde ich klarkommen. Bestimmt. Wie steht's, Geralt? Ah, ja, nee, okay, gut, das ist. Keine neuen Themen mit Dings hier. Leb wohl, Ankret. Okay, mit Chalmar haben wir nichts Neues zu bereden. Denn draußen steht ja keiner rum. Nun gut. Nun gut, die finale Schlacht Schön, kommt. Dich so guter Stimmung zu sehen, Sultan. Die kleine Ciri ist erwachsen geworden. Ja, in der Tat, das ist sie. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Wird es. Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Ach, Mäuser kann auch Pläne. Noch? Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Was haben die denn für tolle Ideen? Also, die scheinen schon mal vorher ein bisschen was geplant zu haben. Also, ich bin immer sehr beeindruckt, dass... Valada, Valanda. Noch ein Loch? Aha. Also ich, damit wäre dann übrigens auch meine Frage besiegelt, ob Dings hier Druiden zaubern können. Können sie? Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Aha. Was gibt es für Fortschritte? Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Ach, die Ballista, die hier steht. Oh, Reparatursets. Das ist sicherlich eine gute Idee. Ich sehe, hätte ich bei Soldat nicht gleich reparieren lassen können, wenn ich schon mal mit ihm gehandelt habe. Halt er eine Beratung, aber... Oh. Hast du das eine Beratung? Eske. Grüß dich, Wolf. Eske. Ich brauche Ruhe. Muss mich vorbereiten. Ah ja, muss ich ja wahrscheinlich ein bisschen was einwerfen, süß ausschaut. Tür? Ah ja, Tür. Ach, Rosch ist auch der. Ah, Wes ist auch hier. Wes hat auch mit dir würden. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Du warst nicht da. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Ja. Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Ja. Hat wer's noch so ein Kampf gegen die wilde Jagd ist was anderes als ein Scharmützel. Ich pack das schon. Keine. Ellbogen höher. Der ist gut genug. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du die Sehne loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine andere Flugbahn. Ja, prinzipiell, die chimärischen Spezialverwender sind ja nicht unbedingt auf Belagerung ausgesägt. Klar, die waren sicherlich schon bei einigen mit bei, aber die sind ja nicht gerade die vorderste Frontlinie. Weiß nicht, ob die so eine Death mitmachen. Das ist ja. Die kommt mir eigentlich immer so vor wie so Spezialtruppen, die durch einen anderen Mistmann bis hinten noch irgendjemand. Auf jeden Fall haben sie die Festung wieder ein bisschen aufgebaut. Wer steht denn da oben noch? Ach, da oben steht Ciri. Was macht sie denn da oben? Guckt wahrscheinlich melancholisch übers Feld oder was? Geralt? Ja, das alternative Aussehen können wir jetzt, wie gesagt, gerade nicht ändern, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Einst hatte ich Angst vor diesen Übungen. Aha, die ganzen blauen Flecken. Ja, das ist,
Als du Yen und mich auf die Malus-Insel gebracht hast, was ist mit dir geschehen? Was hast du gemacht? Ich bin gereist. Durch Raum und Zeit und verschiedene Welten. Ich habe Häuser aus Glas gesehen. Ich bin am Ende der Welt mit Einhörnern gerannt. Ich habe sogar eine Weile in einem Königreich unter Wasser gelebt. Freiheit. Hat dir immer gefallen. Gefällt mir heute noch. Warum bist du dann zurückgekehrt? Es wurde mir zu viel. Ich bin fast ertrunken darin. Wenn alles möglich ist, ist das bald gar nicht mehr so verlockend. Ja. Wie ist es denn so, zwischen den Welten zu reisen? Es ist schön. Schwierig? Zuerst schon. Aber dann klappt es automatisch. Wie beim Reiten. Das würden viele Magier doch sicher gerne machen. Bestimmt würden sie das. Aber Avalach sagt, dass sie weder das Wissen noch das Talent dazu besitzen. Er hat 4 Jahrhunderte damit verbracht, es zu lernen. Und er kann trotzdem nur Portale aufspüren und benutzen, die es schon gibt. Ich gehe wo und wann immer ich will. Aha, man kann es also erlernen. Aber was heißt die Portale, die es schon gibt? Also gibt es irgendwo Risse in der Welt, die ein bisschen dünner sind als normal? Eridin hat dich immer wieder aufgespürt. Wie war das möglich? Wenn ich zwischen den Welten wechsle, entsteht dabei eine Art Stoßwelle. Jeder, der entsprechend ausgebildet ist, kann sich spüren. So erklärt es jedenfalls Avalach. Er kann das auch. Dann solltest du deine Macht wohl nie mehr einsetzen. So ist das nicht. Der Impuls ist umso stärker, je weiter die Reise ist. Bei kurzen Strecken ist die Störung kaum zu merken. Ja, aber woran merkt man, wenn eine andere Welt, die weiter weg ist, ja schon da auch. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Oder meinst du damit nur Reisen, die auf dieser Welt sind, also auf dieser Ebene sind? Wenn du jetzt die Ebene wechselst, gibt es dann auch eine Entfernung? Wie kann man diese Entfernung messen? Ach, Reisen. Das Ding ist, prinzipiell ist das Thema super interessant. Das andere Ding ist, dass es in dem Spiel darzustellen ist schwierig. Und vor allen Dingen das dann nur noch komplett zu erklären, ohne das wieder bei kaputt zu machen, ist irgendwie noch schwieriger. Kleine Meckerfratzen. Und hier her. Ist hier hinten noch jemand, den ich reden kann? Hab ich echt nicht mehr Leute rangeordert? Ja, war so irgendwie so, als hätte ich zwischendurch mehr verwendet. Na gut, das riesengroße Loch hier in der Mauer ist aber auch irgendwie unpraktisch. Ne? Eigentlich könnte man auch wie was besser von. Das ist sicher noch Level fällt drauf. Sollte ich vielleicht tun, bevor ich hier gleich großartig losgeht. Ja. Oh, was level ich denn hier vor lauter Angst eigentlich? Schaden. Ach, über Schaden verliert man Adrenalin, das ist ja ein Ding. Kann ich noch was in der Magie leveln, was mir irgendwie noch was bringt? Ich würde eigentlich hier mein Quenzzeichen Angriff zurück. Ja, im Prinzip kann ich ja nicht mein Schild nochmal leveln. Das könnte auch noch was bringen, aber ansonsten. Habe ich noch mehr Punkte? Oh, ich habe auch einen Punkt. Wo ich die denn her? Warte mal, ich hab 29 Punkte, aber ich bin nicht Level 29. Und ich habe wieder ein Dings. Oh, warte mal, denn, habe ich noch ein blaues Zeichen der Finsternis? Ein großes? Na, ich habe gerade keinen 10er, warte mal, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin ja zum Glück der Standortalchemie. Mann. Das habe ich noch nicht hergestellt. Ich würde echt aufhören, um mal welchen Scheiß herzustellen. Obwohl, Muttergehen von alten Waldschaden, das ist nicht so schlimm. So, genau, blaues Muttergehen. Wie viel ich davon auch einfach mal habe. Ich könnte die bis zum Ende der Zeit herstellen, die Dinger. Oh, Mondstaub, was kann ein Mondstaub? Ach, ist ja lustig. Verbesserter Mondstaub. Verbesserter Samen. Blendet Gegner. Überlegener Samen, was brauche ich dafür? Äther. Ja, irgendwie Karteschen könnte ich noch besser bauen. Dafür bräuchte ich erstmal verbesserte Karteschen, die ich nicht bauen kann. Wie ich nebenbei mal feststellen möchte. Ja, Nordwind kann ich auch keinen verbessern herstellen, wenn man einfach der Kräuter absucht. Achso, der ja gut, den, den werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal bauen können. Überlegene Katze. Nee, dafür bräuchte ich erstmal. Aber die verbesserten Dinge kann ich auch nicht bauen, weil ich die. Ich habe keinen goldenen Pyrol. Quertimmunität gegen Gifte. Das wäre sicherlich schon zu einiger Zeit mal recht praktisch gewesen. So, Hybriden, nö. Achso, da habe ich ja keinen Unterschied. Ja gut, dann habe ich jetzt erstmal alles hergestellt, was man herstellen kann. Charakter. Und jetzt hier noch so ein blaues Dings reinziehen. Das ist ja echt keine größere Mutter. Oh, Mutant. Jetzt habe ich alle voll. Na gut, das ist ja schön. Das ist ja prächtig. So, der war quicksaved und ich das nicht normal machen muss. So, dann geht's ja gleich los mit der großen Besprechung. Nehme ich mal stark an. Wer steht, könnte überhaupt mit drin? Es könnten eigentlich nur Tristan Yennefer sein. Und Dings hier müsste eventuell da sein. Kira Metz. Eine Illusion. Sei gegrüßt, Geralt. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Hä?
Lass meine Kommode in Ruhe. Wirfst du dich für die wilde Jagd in Schale? Frauen werfen sich nur für sich selbst in Schale. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ja. Ich hatte dich früher erwartet. Erst bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann aber doch umgekehrt. Wieso hast du deine Meinung geändert? Manchmal sollten Frauen ihre Entscheidungen nicht erklären. Das gilt erst recht für Zauberinnen. Das ist übrigens eine der Zauberin, die ich finde, die trotz ewiger Verjüngung sieht irgendwie trotzdem immer noch nicht so 100%ig topmodelig aus. Im Gegensatz zu den anderen Leuten. Ich würde gerne noch ein bisschen was ablegen, Freunde, hier, bevor es hier losgeht. Nein, halt nicht. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Also, wie können wünscht man sich eine bessere Burg, ne? Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Ja, das, Initiative und so. Eredin, der König der Jagd, ist überzeugt, dass er uns mit seinem Angriff auslöschen wird. Wir müssen die Initiative an uns reißen, seine Pläne durchkreuzen. Ich erschaffe eine magische Kuppel über der Festung. Das wird sie zurückschlagen und zwingen, im Wald zu landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid, sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Ja, wir müssen, ja, das ist Ciri am wichtigsten, die Zusammenarbeit und so. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ja, ja auch. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Muss ich mich jetzt heißen? Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Hätte man das nicht vorher machen können? Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen.
Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Tja, Tränke? Ich weiß nicht, ob Tränke so toll sind. Ach komm, Hexerfallen. Wir sind nicht viele. Darum brauchen wir so viele Fallen wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ja. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Ach, scheiß was drauf. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ja, also ich finde die Mauer ist auch wichtig. Also ein paar Schwerter sind mir nicht ziemlich wumpe und die anderen Leute sollten ja auch vernünftige Waffen haben. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Das klingt ja so, als wüssten wir, wie viel Alles Zeit wir haben. Alles erledigt? Nö, das passt so. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Kann ich jetzt die Fallen selber setzen? Oder auch nicht. Einige Stunden später. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Ja, das... Ich möchte darüber sprechen, was uns erwarten wird. Danke, kein Interesse. Sprich mit Ciri, die ist in einer tollen Stimmung. Ich bringe euch alle in Gefahr. Unnötig. Du machst dir zu viele Sorgen. Schau nicht so grimmig. Wir schaffen das. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Mhm. Ich würde das andere Thema anschauen. Ach, das kann ich nochmal kurz hier. Also hier. Lange, einsame Winter bringen einen auf absurde Ideen. Aha. Also auch schön, dass der Bildschirm extra nochmal dunkel wird, um dann eigentlich nichts zu machen. Oder kann ich jetzt eigentlich nochmal eine Runde mit allen quatschen? So, ich muss auf jeden Fall jetzt einmal kurz hier Zeug ablegen. Oder? Erstmal hier mein... Ich habe noch eine Langkralle, ich habe noch ein schwarzes Einhorn, ich habe Questdog, ich habe Devin. Die könnte ich so mal verkaufen. Na gut, das ist die Katzensilberschwert. Die ganzen Katzensachen, die können erstmal weg bei Gelegenheit. Die Wolfsrüstung auf jeden Fall. Warum ruckelt denn das hier eigentlich jedes Mal, wenn ich hier was wegpacke? Was soll denn das? Level 29, bei Level 29. Wolfshose, verbesserte Katzen. Die Katzensachen wollte ich eigentlich mal behalten. Ich weiß ja nie, wann ich die mal... Die kann ich auch, glaube ich, bald upgraden, wenn ich mal wieder... Was haben wir hier noch für ein Schwert? Blutschwert. Das sammelt sich immer so an, diese Waffen. Das ist unfassbar. Na gut, egal. Ach, ich habe ja sogar einmal ordentliche Sachen sogar richtig gehabt. Na gut, das ist ja schön. Also irgendwie, das ist meine Sammlung seltener magischer Waffen ist auf jeden Fall mittlerweile relativ umfangreich. Na gut, wie muss sein. Das wollte ich nur mal kurz abgelegt haben. So, ich quatsche nochmal mit allen, aber das alles in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, hier Witcher 3 weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.